Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Feed the Beast. Ich bin Roderick, ein Hero of Gaming, wie ihr sicherlich wisst, und ich bin gerade nur hier, um schnell etwas nachzufüllen. Wow. Und zwar bei meiner Query. Ich habe Angst, dass sie explodiert. Ja, komm, geht schon ziemlich zügig. Hab Angst, dass sie explodieren, deswegen will ich jetzt gerade mal Kühlwasser nachfüllen. So. Noch steht sie. Und noch hat sie auch nicht viel weiter gebaut, obwohl ich... Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, die Quarry wäre ihr eigener Chunkloader. Warum hat die denn jetzt nicht weitergeöckelt? Ach so, hier müssen wir rein. Ja lol, ist noch voll viel Wasser drin. Ist jetzt verwirrend. Alles gerade noch irgendwie ein bisschen verbuggt. Okay. Naja. Wollen wir der Query gerade noch ein bisschen zugucken? Irgendwie ist sie verdammt lahm. Und ich frage mich immer noch, warum das mit diesen Engines hier nicht funktioniert hat. Ich dachte immer, das würde gehen. Wollen wir jetzt einfach mal eine kleine Runde ohne Player aufnehmen? Also auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Cobblestone genug. Mehr als genug. Und ich muss sagen, das Kühlwasser geht schneller weg, als ich dachte. Weil es jetzt erst richtig heiß ist. Du Kacke, ist das heiß. Ja, wir wollen dann jetzt gerade erstmal noch eine unendliche Wasserquelle. Also ich bin eigentlich nur gejoint, um sicher zu gehen, dass meine Quarry nicht, also mein Steinbruch nicht schon wieder explodiert. Und ich habe gerade noch eine andere Idee, was wir gerade fix machen können. Ganz fix natürlich. Denn wenn ich hier nicht schnell genug bin mit dem Nachladen, weil jetzt hat die Quarry die richtige Temperatur, dann explodiert die gleich. Und ich frage mich, warum die nicht weitergelaufen ist. Und sein Server war die ganze Zeit an. Muss ich nicht verstehen. Kann ich auch gar nicht, glaube ich. So. Das war doof. Unendliche Wasserquelle kaputt gemacht. So, schnell nachfüllen. Ja, was könnten wir denn? Ich wollte, habe mir gerade überlegt, vielleicht mache ich noch ein paar Solarpanels, die die Query hier in der Zeit befeuern. Irgendwie ist er noch nicht wirklich auf Rohstoffe gestoßen, ne? Das wäre natürlich auch eine Energiequelle, ne? Jetzt aber. Ich habe echt Angst, dass das Ding hier explodiert.
glaube, bei 5000 würde es explodieren. Ja, wir haben jetzt einige Optionen, die wir machen könnten. Unter anderem, ich habe echt Bock auf ein Solarpanel. Solarpanel. Solarpanel, Low Volt. Ja, da wisst ihr Bescheid, ne? Ich habe eben in der Singleplayer-Welt noch was ausprobiert und jetzt war ich natürlich noch im Cheat-Mode. Vielleicht soll ich, kann ich das Cheaten nicht einfach noch. Also, dass das nicht erlaubt ist auf dem Server, kann ich das nicht irgendwie einstellen? Glas, Coal Dust, Generatoren und. Eieiei. Also, das wäre doch wieder ein bisschen sehr viel Arbeit. Aber ich glaube, das lohnt sich. Boah, wie viele Shards der findet. Bin beeindruckt. Shards ist natürlich auch eine gute Rohstoffquelle, wenn man die zu den richtigen Stäben macht. Und das Kühlwasser ist schon wieder so weit weg. Du stoppst jetzt erstmal. Ui, 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 ui. Und ich glaube, der Mass Fabricator, der baut schön durch. Und ich glaube, den Regen, den wollen wir nicht. Regen ist immer doof. So. Erst drei Stück. Ist natürlich ein bisschen wenig. So, er ist erstmal aus, dann müsste er sich laden. Hier haben wir noch Kupfer drin. Induction Furnace. Und warum speichert er die ganze Hitze? Wegen der Redstone-Lampe, okay. Ich habe Schiss, dass der mir zu viel Strom verbraucht, während der da so an ist. Weil der wird ja dann bleibt er ja dauerhaft auf der hohen Temperatur. So, kurz Inventar entmüllen. Und Lärm draußen genießen. So, so, so. So, glaube ich. Dich behalte ich immer bei mir. Denn du bist mein Schatz. So. Sortieren. Eisenbarren, Refined Iron, Lead, Bronze, Kupfer. Lead, Silber, Zinnober. Ich hatte doch Zinn. Oder habe ich schon wieder alles an Zinn verbaut? Nein, das kann gar nicht sein. Hilfe. Ferrus? Lead? Lol. Kein Kupfer, kein Zinn mehr. Ist das alles, was ich an Zinn habe? Ist ja ziemlich arm, muss ich sagen. Ziemlich arm. Egal. Wir machen jetzt in unserem Makerator 3 Sticks hiervon rein. Und sehen zu, wie die Geschwindigkeit langsam zunimmt. So. Der heizt das jetzt schön durch. So, was brauchen wir denn noch für die Solarpanels? Glas. Ich habe jetzt gleich 3 Stacks Coal Dust, dann brauche ich 3 Stacks Glas. Ein Stack Glas. Vielleicht sollte ich auch erstmal kleiner anfangen. Glas habe ich, glaube ich, erstmal genug. Wichtig sind jetzt erstmal Generatoren und dafür brauche ich wieder Zinn. Refined Iron, bla bla bla. Das heißt, ich mache jetzt erstmal Öfen ohne Ende. Ganz viele Öfen. Wir wollen ja möglichst viele Solarpanels machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus Eisen.
1, 2, 3. Ich habe wieder zu viel Refined Iron gemacht. Macht ja nichts. Wir können ja nochmal auf so eine schöne Höhlentour gehen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich nicht hier Sortierungsregelung, bla 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 bla, öffnen, bla 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 bla. Müsste hier in den Options sein. Item-IDs, Block-Item, bla bla bla. Minecraft-Layout, Old-TME, meine Highlights, Tipps, Hidden Show. Tooltip-Options, nein. Check-Updates, ja, meinetwegen Check, was? Ja, genau. Recipe, Refuse Recipe, Back. Page, Hide and Show, Mob Spawn Overlays, F7 Usage, Enchantment ist auf X, okay. Next Page, Chunk Overlay, sehr Quack. Aber mit F7 geht das? Irgendwie nicht. Schade, ich dachte, ich könnte das einfach so machen, dass ich das Rezept halt dann mit Shift, dass sich das automatisch auffüllt. Wir machen uns einen Stack Öfen. Zack. Dafür fehlt mir jetzt Eisen, ne? So. Dann haben wir jetzt erstmal 36 Iron Furnaces. Und noch Öfen übrig, die stecke ich mal hier rein. Das heißt, ich brauche jetzt Refined Iron. Zack, das reicht natürlich noch nicht. Aber wir haben ja noch. Und in der Zeit. So, Refined Iron. Ja. Das war wieder mein richtiger Name und ich werde ihn nicht rauspiepsen. Denn ich denke mir, shit happens. Und jetzt fehlen noch RE-Batterien, ne? Generator. Wie mache ich nochmal RE-Batterien? Das war doch mit Redstone, mit Zinn und mit Kupferkabeln. Ich brauche Rubber. Habe ich keinen Rubber? Ich habe keinen Rubber mehr, ne? Sticky Resin 2. Great Wood. Eisen, Lead, Tungsten. Ich hatte doch mal einen elektronischen Tree Tap. Kann ich mich aber noch dran erinnern, dass ich den hatte. Electric Wrench. Nun denn. Es geht schnell, wenn er einmal auf Touren ist. Aber erst dann. Und hier lädt sich die Energie immer noch langsam, aber lädt. Heat. Ja, da habe ich jetzt leider gerade nichts zum Durchbrennen. Wo kriege ich denn jetzt Sticky Resin her? Ich hatte doch einen elektrischen Schild. Ein Rubberboot habe ich noch. Toll. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Sticky Resin mit. Und Holz habe ich natürlich keins mehr. Habe ich aber hier noch. 1, 2, 3, 4, 5. Crafting Table normal, meinetwegen. Zack, 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 zack. Zack. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang diese Folge wird oder ob ich sie noch zwischendurch cutte. Gucken wir mal. Ah, hier funktioniert das F7 Overlay. Cool. Oh, draußen fährt gerade eine
dicker Wagen her. Wir sammeln jetzt einfach nochmal, wie in guten alten Zeiten hier. Deshalb stehen die Dinger ja auch eigentlich hier rum. Da. Der ist neu. Wurde auch noch nie abgepflückt. Meine Sichel habe ich jetzt natürlich zu Hause gelassen. Weil man das ja so macht. War es das an diesem Stamm? Dieser Stamm trägt nichts. Alles sehr verwirrend hier. Dieser Stamm trägt hier. Dieser Stamm trägt hier. Ich glaube, mit unserem Extractor werden wir aber viel mehr daraus bekommen, als wir jetzt hier einsammeln. Ich glaube, da kriegt man aus einer Sticky Resin drei. Aus einer Sticky Resin kriegt man da, glaube ich, drei Rubber raus. Oh, mein Tree Tab ist schon kaputt. Ja, lol. 20 mal 3 sind 60. Das sollte dann vorerst nochmal reichen. Dass ich euch nicht irgendwie recyceln kann. Oh, meine Reservoir geht langsam leer. Wir haben mittlerweile 500.000 Energie gespeichert. Funktioniert gut. So, ich muss jetzt nichts mehr straighten, deswegen mache ich den Schalter wieder aus. Dann verbraucht der nämlich schon mal keinen Strom mehr. Der hier verbraucht noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm, das ist nicht so viel. Und die Badbox müsste eigentlich immer 40.000 speichern, genau. Extraktor. Ist der Gerät. Da sollte aber eigentlich gar kein Saft mehr drin sein. Ja, da geht der Strom auch schon futsch. Kupferkabel hier hinlegen. Jetzt sollte Strom wieder richtig ankommen. Genau. Und für, ich glaube, für dieses Gerät hatte ich auch meine Overclocker-Updates, weil das einfach so gähnend langweilig ist. So langsam das Gerät. So, rein damit. Dauert immer noch nach. Genau, aus einer Sticky Resin kriege ich drei Rubber raus. Daraus kann ich jetzt schon sechs Kabel machen. Ja. Gibt es eigentlich noch eine bessere Version vom Extraktor? Extra. Igneous Extruder. Ach, das ist was anderes. Das, den brauchen wir. Den haben wir, glaube ich, schon. Zentrifugal. Ist klar. Electrolyzed Water Cells. Muss ich, glaube ich, Wasserzellen nehmen und die elektrolysieren. Extractor und Advanced Machine Block. Falsche Knöpfe. Electrolyzer. Machine Block, Empty Cell. Ja, ist eigentlich relativ easy, aber das ist ja jetzt gerade nicht unser Plan. Denn eigentlich ist ja dieses hier unser Plan. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und jetzt haben wir wieder einen ganzen Haufen von den Kabeln. Jetzt nehmen wir unser Zinn. Oh, der Player hat mich angeschrieben. Dann machen wir hier mal. Nee, ich mache jetzt noch hier die Dinger fertig und dann machen wir kurz einen Cut. So, zack. Zack. 7 RE-Batterien. So, dann machen wir jetzt einen Cut und beim nächsten Mal machen wir dann die Generatoren hier fertig.